Lichtteilchen, also Photonen, können gefilmt werden. 100 Milliarden Bilder pro Sekunde machen es möglich. Ein Zuschauer hat mich auf der Straße auf das heutige Thema angesprochen und ich habe mir dann gedacht, das ist so spannend, da mache ich direkt mal ein Video zu. Denn es gibt neue Erkenntnisse. Herzlich willkommen zu Klicks und Science and Fiction. Das Team von Keisuke Goda von der Universität Tokio ging vor 2 Jahren mit einer Hochgeschwindigkeitskamera über das menschliche Vorstellungsvermögen hinaus. Mit der Technik konnten sie Dinge sichtbar machen, die das bloße menschliche Auge beim besten Willen nicht wahrnehmen kann. Ziel der Forschung und der Entwicklung der Kamera war es, ultraschnelle Prozesse in der Physik genauer beobachten zu können. Durch das japanische Modell der Hochgeschwindigkeitskamera können Schwingungen von Atomen in Kristallen, die plötzliche Verdampfung von Materie oder auch die Ausbreitung von Wärme untersucht werden. Im Hintergrund laufen jetzt ein paar Aufnahmen der Kamera. Problem an der Kamera: die Auflösung der Bilder. Die ist nämlich auf 450 x 450 Pixel beschränkt. Die Kamera kann also kaum mit einer kleinen Handykamera aus dem letzten Jahrtausend mithalten. Die Stamp-Methode, die bei der Aufnahme angewendet wird, nutzt sehr kurze Infrarotlichtimpulse eines Titan-Saphir-Lasers, welche durch eine raffinierte Optik in Zeitabständen von gerade einmal 15 Pikosekunden, eine Pikosekunde ist eine Billionstel Sekunde, nacheinander auf das Objekt treffen. Die reflektierten Signale werden dann von einem Sensor aufgenommen. Forscher der Washington University in St. Louis sind jetzt noch einen Schritt weiter gegangen. Sie haben ihre eigene Lossless Encoding Compressed Ultra-Fast Photography, kurz LLE CUP Kamera, mit 100 Milliarden Bildern pro Sekunde dazu genutzt, um Licht, im Speziellen einen Machkegel, aufzuzeichnen. Was ist ein Machkegel oder auch Mach'scher Kegel? Ein Mach'scher Kegel bildet sich dann, wenn sich das fortbewegende Medium schneller als das eigentliche Medium bewegt. Also wenn, wie im Versuch der Studie, Licht einholt, bildet sich ein Machkegel. Von Licht wissen wir, es hat immer die gleiche Geschwindigkeit. Unter allen Umständen. Allerdings gibt es Materialien, die Licht brechen. Die Lichtphotonen werden kurz an jedem Atom oder Molekül, das sie passieren, gestoppt und fliegen dann weiter. Je nach Material kann dieser Stopp länger dauern. Diesen Effekt haben sich die Forscher zunutze gemacht. Das fortbewegende Medium ist also ein Lichtpuls im Disco-Nebel. Er wird kaum abgebremst, also gebrochen. Aber es wird gestreut und das ist ja der gewünschte Effekt von Nebel. Umhüllt ist das Ganze von einem Silikonschlauch, in den dann das Licht durch den Nebel gestreut wird. Dort bewegt sich das Licht aber durch längere Stopps im Silikon langsamer, sodass die Quelle des Lichts schneller fliegt als das von ihr gestreute Licht. Es entsteht der Machkegel. Zitat: Zu einem bestimmten Zeitpunkt hat die Verteilung dieses Streulichts die Form eines Machkegels. Die Spitze des Kegels wird von 2 Lichtschweifen gebildet, die sich von der Spitze des Laserpulses nach hinten ziehen, so die Forscher. Etwas Ähnliches passiert ja auch beim Überschallflug und wir erleben diesen Machkegel dann als Überschallknall. Hier fliegt das Flugzeug schneller als der Schall und bildet deshalb den Kegel. Und so sieht die Machkegelbildung bei Licht aus. Hier könnt ihr übrigens mir ein Abo aufs Auge drücken und mir am besten immer noch einen auf die Glocke geben. Und ansonsten bis dann. Bleibt dran.